Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog hier von uns. Ja, Lukas im Kindergarten. Ich habe jetzt gerade schon hier sämtliches erledigt, was so im Haushalt anfällt. Meine Schwester hat die Flauschis auch schon alle in den Garten geschmissen, so dass die heute Vormittag noch den Garten genießen können, weil ab Mittag wird es ja dann hier leider sehr, sehr warm und dementsprechend müssen die ja dann auch wieder recht früh rein. Ich werde jetzt noch eben schnell Luca sein Bett machen. Das habe ich nämlich auch noch nicht geschafft. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß in diesem Video und wir sehen uns nach dem Intro wieder. And you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. So, für Milan habe ich jetzt schon mal die Sachen geholt. Dann werde ich den kleinen Mann jetzt als allererstes eben schnell umziehen. So, Milan hat eine frische Pampi an, einen neuen Body. Ja, jetzt ziehe ich ihm noch die kurze Hose drüber und sein T-Shirt und dann ist er fertig für heute. Und dann mache ich noch die beiden Mädels gleich eben schnell fertig. Ach, ich wollte mich bei euch noch entschuldigen. Ich habe das letztes Wochenende nicht geschafft, auf Instagram alles einzustellen, was ich schon aussortiert habe. Das war am Wochenende irgendwie alles ein bisschen viel auf einmal geworden. Und es hat alles nicht so funktioniert, wie ich das so geplant habe und so wollte. Und ja, deswegen, ich habe es leider nicht geschafft. Ich werde es aber versuchen, jetzt dieses Wochenende alles einzustellen. So. Kleiner Schatz. Jetzt kriegt er noch hier sein Schnuffeltuch. Und dann, ja, habe ich ihm jetzt hier in die Babyschale reingepackt. Und die beiden Mädels ziehe ich jetzt mal eben schnell um. Und dann, so, Luft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Mädels umgezogen habe. Dann zeige ich euch, wie die Mäuse alle ausschauen. So, ich bin fertig. Die Mäuse sind umgezogen. Milan liegt hier in der Babyschale. Der kleine Mann hat ein Snoopy-T-Shirt an. Da. Und diese grüne Capri-Leggings. Und natürlich hier nackte Füße. Ne? Nackte Füße hat der kleine Mann. Ja, und die Mädels liegen hier und ich liebe es aktuell, die Mädels in diese Outfits, in diese Zweier-Sets zu stecken. In diese, das sind ja eigentlich Zweier- oder Dreier-Sets, sind das immer, die sind ja ganz typisch von H&M, lang am Body und Hose dazu und dann meistens noch eine Mütze dazu. Und das hier habe ich ja beim Ziemann gekauft. Und ich finde das so toll. Ich finde die so süß da drin. Deswegen hat unsere Maya Maus jetzt auch dieses Set hier an. Mit dem Elefanten drauf. Ist ein Langarmbody und eine Hose. Und dann hat sie nackte Füße. Die kleine Maus. Und unsere Ellie hat dieses Set hier an. Das habe ich auch schon super, super lange. Es ist ein H&M-Set mit dem Bambi drauf. Und dann dieser süßen geblümten Hose hier. Ja, ich bin tatsächlich aktuell auf der Suche, ob ich noch solche Sets finde. Aber aktuell ist es ein bisschen schwierig. So sieht das Bettchen aus. Ich habe noch die Decken hier wieder ordentlich gemacht. Ansonsten bleibt das jetzt alles so. Und dann habe ich gesehen, ich darf Babywäsche machen. Ich habe keine Lust. Zumal ich hier diese Schublade mir noch zwischennehmen wollte und da nochmal aussortieren wollte, weil ich mir dann dachte,
Dann habe ich einmal alles komplett aussortiert. Die Schränke habe ich ja schon aussortiert. Jetzt fehlt nur noch die Schublade hier. Ja, das werde ich gleich auf jeden Fall auch noch machen. Aber erstmal heißt es hier Babywäsche machen. Ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall einmal hier durchziehen. Luca wird sich freuen. Dann hat er nämlich wieder seinen Schlafanzug. Sein Dinosaurier-Schlafanzug, weil den liebt er ja aktuell. Dann nehme ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen im Schnellformat mit. Das zieht sich ja dann immer wie Gummi, ne? Wenn man keine Lust hat. Also ich habe auch gerade gedacht, boah, endet das jetzt irgendwann mal? Aber ich habe es geschafft. Ich habe jetzt nur noch hier die Bodies liegen und halt die Unterwäsche von Luca und die Socken, weil das kommt ja alles jetzt hier in diese Schublade hier rein. Und die wollte ich mir ja jetzt nochmal zwischennehmen und sortieren. Ja, und in der Zwischenzeit möchte ich euch gerne ein Produkt vorstellen, das uns letzte Woche erreicht hat. Und ja, ich gebe jetzt ab und dann werden wir uns gleich in dem Vlog hier wiedersehen. Wir dürfen die selbstreinigende Katzentoilette von der Marke Furbolus testen und vorstellen. Und zwar ist das die Furbolus Max. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt einfach mal zusammen aus. Los geht's! So, das Auspacken hat sich gerade etwas schwierig gestaltet, aber ich habe es geschafft. Und jetzt zeige ich euch einfach mal den Lieferumfang des Geräts. Und zwar zum einen natürlich hier das Hauptgerät. Hier in der Katzentoilette selbst befindet sich auch noch der Deodorant-Pot. So sieht es jetzt hier alles leer aus. Die Katzentoilette kann hier oben komplett geöffnet werden. Da kommt nachher auch dann der Müllsack und alles rein. Das mache ich aber später. Ja, ansonsten habt ihr hier halt diese Trommel. Die Trommel dreht sich dann bei der Reinigung. Zeige ich euch auch später. Und dann haben wir hier noch eine separate Matte, damit man die da vorlegen kann. Die fängt dann auch noch richtig gut Katzenstreu und so auf. Dann haben wir hier natürlich den Netzstecker und hier verschiedene Adapter. Hier, das ist natürlich der Standardadapter, den wir natürlich auch brauchen für verschiedene Steckdosensysteme. Dann habt ihr hier natürlich die Kassette mit dem Müllbeutel drinne. Dann habt ihr hier diese Pots. Da sind insgesamt 3 Stück. Ja, dann habt ihr hier eine Schnellanleitung, die ausführliche Bedienungsanleitung. Was das hier ist, das muss ich rausfinden. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Und ja, jetzt werde ich mal gucken, dass ich das Gerät in Betrieb nehme. So, das gute Stück steht. Und wurde tatsächlich auch schon genutzt. Und zwar von Milo und Gino, von den beiden Maine Coon Katzen von meiner Schwester. Und das ist auch schon der erste Punkt, den ich richtig gut finde, weil die Katzentoilette ist bis 12,5 Kilo nutzbar. Die Trommel hier, ich hoffe, ihr seht das jetzt,
zeigt euch genau an, wie viel Katzenstreu da rein darf. Ich habe jetzt einen so einen ganzen 6 Liter Karton da reingepackt. Das ist jetzt auch genau bis dann zum Maximum. Ihr habt hier die Möglichkeit, auch die Trommel zu schließen. Ja, dann habt ihr hier ein kleines Display, da könnt ihr dann halt ablesen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Das F bedeutet, die Box ist einsatzbereit und nutzbar. Die Reinigung der Katzentoilette ist auch super einfach. Ihr könnt das automatisieren lassen. Das heißt, die Reinigung erfolgt dann, sobald eine Katze da drinne war und wieder rauskommt. Dann könnt ihr einstellen, wie viele Minuten das Gerät warten soll, bis dann die Reinigung startet. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, manuell die Reinigung zu starten. Ansonsten ist das komplette Gerät tatsächlich auch per Handy steuerbar. Da braucht ihr einfach nur das Gerät dann mit eurem Handy koppeln und dann habt ihr hier die Box. Dann habt ihr hier verschiedene Einstellungen, die ihr machen könnt. Ihr habt hier aber auch die Möglichkeit, dann im Schnellüberblick zu sehen, wie oft das Katzenklo benutzt worden ist, wie lange das benutzt worden ist. Und hier habt ihr sogar das Reinigungsprotokoll. Hier in der App habt ihr auch die Möglichkeit, eure Haustiere mit einzutragen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel schon Carlo eingetragen mit einem Bild. Wir sind gespannt, ob Carlo die Katzentoilette annimmt. So, jetzt gucke ich mal eben. Ich habe jetzt aus Versehen dieses Abpacken oder Einpacken geklickt. Das muss dann hier drinne sein. So, ja. Und da sieht man hier, die Tüte ist zu. Ja, das Katzenstreu ist komplett sauber. Das heißt, ich mache die Tüte jetzt tatsächlich wieder auf und schütte das da wieder rein, weil das ist ja dann sonst Verschwendung. Aber daran sieht man halt, ja, dass das richtig gut dann letztendlich arbeitet und braucht einfach in dem Sinne nichts mehr weitermachen und euch auch die Hände in dem Sinne nicht schmutzig mehr machen. Ja, also eine echt coole Anschaffung. Ich habe tatsächlich für euch auch noch einen Rabattcode. Den blende ich euch jetzt hier auch ein. Und natürlich findet ihr auch alle weiteren Details unten in der Infobox. Dort verlinke ich euch auch das Gerät. Ansonsten würde ich sagen, gebe ich jetzt wieder zurück in den Vlog. So, da bin ich wieder. Tatsächlich ist es doch gar nicht so viel geworden hier, was ich aussortiert habe. Ja, ihr habt gesehen, unsere neue Katzentoilette steht und ist auch tatsächlich in Nutzung. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin so, so stolz auf Carlo, wie er das meistert. Ihr wisst ja, Carlo ist ein sehr hochsensibler Kater und kommt mit Veränderungen eben nicht so einfach klar wie manch andere Katzen. Also bei Simba und Nala beispielsweise haben wir halt auch nie Probleme gehabt, wenn sich was verändert hat. Deswegen bin ich so, so stolz, dass er mittlerweile jetzt auch das Katzenklo so angenommen hat. Wir haben ihm aber auch nicht gedrängt. Wir haben das Katzenklo hingestellt und einfach stehen lassen. Ja, ich habe gesagt, was wird, das wird. Wenn er es annimmt, ist das ja in Ordnung. Und wenn nicht, ja, dann war es ein Versuch wert. Aber er macht das ganz, ganz toll. Das so nebenbei. Ja, ich habe jetzt noch, glaube ich, eine halbe Stunde Zeit. Dann muss ich Luca abholen. Ich muss ihn heute ein bisschen eher vom Kindergarten abholen. Denn meine Mama muss schon um 1:15 20:01 los, weil sie hat heute wieder ihren Bürotag und heute muss sie ein bisschen eher da sein. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir das alles irgendwie in einem recht kurzen, kleinen Zeitfenster geschafft bekommen. Also Luca abholen, Mittagessen und dann muss meine Mama los. Melde mich dann später wieder bei euch. Dann würde ich sagen, bis später. So, meine Lieben. Es ist jetzt 1:30 schon durch. Meine Mama ist jetzt unterwegs Richtung Firma und dieser junge Kandidat hier möchte gerne bei mir im Bett kuscheln und
hier seinen Mittagsschlaf machen. Der kleine Mann schläft langsam ein, ne? Nein, doch nicht. Nein, nicht einschlafen. Doch, die Augen werden immer schwerer. Deswegen, sorry für die Lichtverhältnisse jetzt. Aber es ist hier jetzt abgedunkelt, damit Luca halt auch wirklich schlafen kann. Ne, kleiner Mann? Ja. Und ich darf die Hand hier nicht wegnehmen. Ich will unbedingt meine Hand bei sich haben. Tony Box läuft auch. Er wollte unbedingt diesen Bagger hören. Bagger Mats. Er hat auch hier seine Decke. Seine Dinosaurierdecke. So, und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt hier auch aus diesem Video hier mit diesem Bild. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mich einfach dazu kuschel und mit ihm mit Mittagsschlaf mache, weil heute ist irgendwie so ein ganz komischer Tag. Also ich bin sowas von unmotiviert heute. Ich habe keine Lust, irgendwas zu machen und alles, was ich mache, das ist... fällt mir irgendwie schwer und keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was heute los ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns heute wieder zu begleiten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns definitiv ganz, ganz bald wieder zum nächsten Video. Also würde ich sagen, bis ganz bald. Tschüss!